Herzlich willkommen hier auf der EIMA 2024 in Bologna auf dem Stand von Tafel Traktor. Wir machen einen Rundgang durch unseren Ausstellungsstand mit unseren Produkten. Wir fangen an mit der Kompaktbaureihe 6020M mit 19 PS. Wir gehen weiter zum 6028, 26 PS mit einem hydrostatischen Getriebe und einem Zwischenachsmähwerk. Weiter geht es zu einem 6028 mit mechanischem Getriebe, Frontlader und Kabine. Die ganzen Varianten gibt es auch in verschiedenen Reifengrößen, so dass wir für jeden Kunden das Richtige haben. Wir gehen weiter zum elektrischen Traktor. Die Neuheit, die wir jetzt auf den Markt bringen, mit 25 Kilowatt Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben bereits 15 Traktoren in Europa im Test laufen und werden diesen Traktor dann zur Markteinführung dann im Frühjahr 2025 auf den Markt bringen. Die Besonderheit hier vielleicht ist der Joystick, wo diese Hertha zeigt. Das ist etwas, wo nur wir haben. Wir gehen weiter zu unserer Standard-Traktorenbaureihe der 15er Baureihe, beginnend mit 55 PS, 65 PS, 75 PS. Hier haben wir einen 75 PS Traktor, Allradtraktor mit Frontlader, Kabine und Auto-Steering System mit 2,5 cm Arbeitsbreitendifferenz mit RDK-Station. Weiter geht es dann in den Utility-Traktor mit 55 PS, hier ohne Kabine, 16 Vorwärts-, 16 Rückwärtsgänge, und gehen dann weiter. Dieser Traktor wird dann auch den Deutz-Motor als Antriebsmaschine haben. Wir gehen weiter zum 75 PS Traktor ohne Kabine für Openfield in den südlichen Regionen von Europa, wo man keine Kabine braucht. Weiter geht es in alles, was Precision Farming heißt. So, wir haben hier ein Kabinenmodell aufgebaut, wo wir einmal ein Auto-Steering haben mit RTK-Station. Gleichzeitig haben wir eine App entwickelt, wo wir Ertragskartierungen, Flächendokumentation haben und das alles in einer App, wo wir dann automatisch alles ins System mit übertragen können. Des Weiteren, wir sind mittlerweile seit 65 Jahren hier, bauen wir Traktoren, wir bauen über 180.000 Traktoren im Jahr und über 300.000 Motoren. Ich freue mich auf Ihren Besuch bei uns in der EIMA in Bologna.